Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guacamelee 2 für die Nintendo Switch. So, wir sind in Paris, das Morasts angekommen, so kann man sagen. Schauen wir mal. Ich mache das Mikro weiter weg, damit ich nicht so schreien muss. So, gehen wir hier runter und gucken mal, ob wir hier das Portal finden, wovon er geredet hat. Wow, hierzulande trifft man nicht viele Luchadores. Willkommen im Pantanillo. Rein können wir noch nicht. Nee. Oh, Senorita. Liebst du diese Kleinstadtatmosphäre nicht auch? Fernab der Lichter der großen Stadt. Ach, so friedlich. Ja, das stimmt. Na, du bist ja mal ein seltener Anblick. Ein lebender Luchador in der Welt der Toten. Das sieht man nicht alle Tage. Hier, ja, bei der Krafttraining. Hopp, hopp, hopp. Oh, hallo Fremder. Verzeihung, ich habe gerade meine Schultern trainiert. Na, willst du auch fit werden? Ich muss dir wohl kaum sagen, dass er zu mir gehört hat, deinen Vortrag zuzuhören. Das musst du. Du musst was dafür tun. Öffne deine Fertigkeitsansicht mit Minus, um deine Workout-Routine zu sehen. Ich mache mit dem Handumdrehen zum Muskelports. Okay, bam. Erhöht die Gesundheit und dein ganzes Herz. Erhöht die Ausdauer und dein ganzes Herz. Wir machen erstmal die Ausdauer. Kann ich auswählen? So, ach da, kaufen, okay. Kann ich nicht kaufen, ich muss das hier kaufen, okay. Bam. Gesundheit um ein Herz erhöht. Nochmal können wir nicht, so viel Geld haben wir leider nicht. Okay, so, gehen wir hier mal rein. Oh, hallo Juan, Lust auf ein wenig zusätzliche Bewegung? Mal sehen, ob du es auf diesem Laufband die 4000 knackst. Was guckst du so, du willst eine Belohnung? Sport ist Belohnung genug. Okay, okay, ich lege halt das Gold für dich oben drauf. Und zeig mir, was du kannst, Luchador. Okay, probieren wir mal. Deine Haltung braucht doch etwas Arbeit. So ist besser. Bring diese Schenkel in Form, Luchador. Noch ein Stückchen. Weiter, weiter. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze. Cool. Okay. Hast du schon gehört? Ein magischer Hühnerbund herrscht aus dem Schatten heraus über das Maxversum. Maxiversum. Was? Du glaubst mir nicht? Ich nehme dich nicht auf die Armknochen. Es ist wahr. Na gut. Mal hier hoch. So. Hier wird immer gespeichert, wenn man hier rüber geht. Logischerweise also. Man kann natürlich auch seine Kostüme wechseln. Aber man kann die auch locker speichern, wenn man will. Ne? Das macht er die ganze Zeit. So. Warum hat sich das Skelett einen Freund gewünscht? Es fühlte sich so gemeinsam. Haha, Schnüff. Ich bin so gemeinsam. Ah, das ist ja richtig witzig. Gen Osten befindet sich der geheimnisvolle Jade-Tempel. Wie ich höre, haust ein gewaltiges Skelett darin. Das klingt so gruselig. Oh, hier ist die Ziege. Wie schön, endlich mal jemand mit einem Körper zu sehen. Dieses Portal führt dich in die Welt der Lebenden. Geh einfach hindurch, sobald du bereit bist. Der Rat wartet. Hier oben noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ah, guck mal, die brabbeln hier alle rum. Oh, Juan! Willkommen, Juan! Juan! Todaras, hüte deine Maske. Tostada, du hast es geschafft! Samt Luchador, unglaublich! Juan, wir sind der Rat der Uechivos. Willkommen in unserer geheimen Zuflucht. Wir glauben, dass Salvador es auf die heilige Guacamole abgesehen hat. Vielleicht sollte ich erklären, was es damit auf sich hat. Tempio Chitli, der Gott der Zeit, liebte Guacamole über alles. Er hat jahrhundertelang sein Rezept perfektioniert. Jedoch ergriff ihn immer große Traurigkeit, wenn er eine Portion aufgegessen hatte. Tempio Chitli hatte eine Idee. El Otro Mundo. Ein Ort, an dem alle Zeitlinien zusammenlaufen. Wenn der Guacamole in seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat, geht sie ihm nie aus. Selbstverständlich hat er sein Rezept gut behütet. Sterbliche durften seine heilige Guacamole nicht kosten. Also verbarg er den Schlüssel zu El Otro Mundo in drei magischen Reliquien.
und legte sich dann schlafen. Wir glauben, dass Salvador die heilige Guacamole essen will, weil er glaubt, sie würde ihm göttliche Mächte verleihen und seine Krankheit heilen. Doch wenn er die Reliquien in die Finger bekommt, wird jetzt die Löcher bloß noch verschlimmern. Die Jade-Reliquie müsste sich im Jade-Tempel östlich von hier befinden. Du musst sie finden, ehe Salvador es tut. Okay, wo sind wir denn hier? Da hinten ist der Tempel, okay. Schnell, Juan, zum Jade-Tempel! Du hast mich gehört, aber flott, flott! Okay. Wie kommen wir da hin? Das ist ja die Frage. Oh, Juan, ja, dann werden wir das von Skeletten. Im heilige Guacamole. Hier sagt keiner was? Schnell, Juan! Da geht's raus, okay. Habe ich vorhin nicht gesehen. Gut, hier geht's weiter. War ich noch mal kurz? Was willst du mir erzählen? Halt deine Hühneraugen, achso. Ja, Illuminati-Hühner. Okay. Du schon wieder, ich erinnere mich an dich. Was machst du schon wieder hier? Ich hätte wohl näher berechnen sollen, dass du früher oder später respawnst. Tja, ich bin eindeutig der bessere Kämpfer, da nur einer von uns in dieser Zeit hier gestorben ist. Also kann ich dir zumindest ein paar Moves beibringen. Tritt mich in meine Bar. El Fighto! Flame Face. Ist das nicht ein malerischer Ort für ein Wiedersehen, Juan? Meine Innenarchitektin hat sich völlig verausgabt. Wie dem auch sei, komm her! Poncho. Oh, warum fangen wir nicht mit etwas Einfachem an? Zeig mir, wie du diesen Kerl schlagen würdest. Das könnte man wohl als Schlag bezeichnen. Es ist eher, als bekäme man eine feuchte Tortilla ins Gesicht. Aber ich wette, in der Luft kannst du nicht so zuschlagen. Okay, ich schätze, du kannst es doch. Nun, also diesmal musst du ihn selbst dort hinaufprügeln. Oh, okay. Ah, nee, warte. Hä? Ah, okay. Jetzt den Move mal kurz nehmen. So. Was sagst du dazu? Ich sehe, du wirst langsam müde. Wahrscheinlich zu müde, um noch einen Super-Move hinzuzufügen. Oh, ich glaube nicht. Okay, das war nicht furchtbar, aber probier es jetzt umgekehrt. Du musst schnell sein. Okay, jetzt. So, vielleicht? Wow, wir wissen es. Du bist ein super toller Luchador. Jetzt mach ihn schon alle. Ach so. Ach, muss ich alles hintereinander machen? Okay, warte mal. Ah, Mist. Der Herr springt gleich. Okay, warte mal. Mist! Ah, ich mache hier aber eine Ecke fertig, dann geht's vielleicht einfach, dann brauche ich nur hinlaufen. Los geht's. Ach so, okay, jetzt weiß ich. Ah, warte, nee, komm auf die andere Seite. Ich muss den Kotter drüben haben. So. Jetzt nochmal. Und. Okay. Oh. Papier. Muss ich von der Seite kriegen. So, jetzt nochmal, probieren wir nochmal. Achtung. Hey, wie klappt das nicht? Achso, okay. Nee, warte, weiß ich doch nicht. Wie klappt das nicht? So. Mein Gott. Move-Sammlung hier, du. Ich bin zu angewidert, um dir noch irgendwas beizubringen. Besuche mich wieder, wenn du stärker bist. Okay. Ah, dann kann ich keine noch. Schade. Einen Augenblick.
Mir ist gerade eingefallen, du magst die Moves drauf haben, aber dann wirst du mir immer nachstehen. In meiner Meisterung über den Treffstrehenbalken. Ich prügel einfach drauf los, ohne Pause oder Gegenwehr, und der Balken wächst und wächst. Ich schaffe einen 49er Treffer-Kombo. So vielleicht? Okay, wenn du jetzt getroffen wirst. Du kannst Leute nicht einfach mitten im Gespräch angreifen, es ist verboten. Jetzt gehen wir aus den flammenden Augen. Wie dem auch sei, wenn du getroffen wärst, wird dein Treffersträhnenbalken zurückgesetzt. Jetzt versuch mal, meinen Rekord von 9 Meter zu brechen. Du wirst merken, dass es unmöglich ist. Schauen wir nochmal. Au. Mann. Okay. Wirklich unmöglich? Wie sagst du jetzt? Was? Nein! Ich weiß nicht, wie du meinen Rekord gebrochen hast, Luchador. Du musst Power Moves benutzt haben, damit der Balken schneller wächst. Das ist doch geschummelt. Ich verziehe dich? Jetzt verzieh dich. Oh, schau dir gar nicht erst an, was für Vorteile du auf meine Fähigkeit für einen Trainer überwinden kannst. Da, guck mal hier. Oh, ein bisschen Gold für, aber. Gut. So. Suchen wir jetzt mal wo wir hin sollen. Ups. Raus aus dem Dorf. Achso. Uah, wie lange habe ich geschlafen? Ich habe von dieser heiligen Guacamole geträumt. Ich habe wirklich Appetit drauf. Irgendwie bekomme ich das Rezept aber nicht hin. Das gewisse Etwas fehlt. Hast du meine Brüder gesehen? Nee, hab ich nicht. Wir sehen uns ähnlich. Wenn du noch mehr von uns findest, dann weck sie bitte auch auf. Wenn du sie findest, kannst du zwischen uns hin und her reisen. Ah, schnell, okay. Okay. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich nach der geheimen Zutat fragen. Geheime Zutat? Okay. Oh Mist. Soll ich durchrollen? Das geht nicht so einfach. Okay, müssen wir es anders machen. Mist. Okay. Oh. Hier komme ich nicht durch. Ich kann nicht durchfallen. So. Bam. Weiter geht's. Hier. Da kommen wir nicht rüber. So weit können wir noch nicht springen. Da ist, hängt was in der Luft. Das kann man bestimmt mit der Fähigkeit nachher erreichen. Aber das können wir noch nicht. Komm, was machen wir hier? Ich wollte ihn eigentlich nur hochknocken. Okay. Ich muss mal einen Move hier. So. Können wir wieder runterhüpfen? Sollen wir das? Brauchen wir glaube ich nicht, ne? So, speichern. Ready? Lucha! Lucha!
Okay, den müssen wir anders besiegen. Den müssen wir schon anders besiegen. Nein. Oh, Mist. Mist, ich rutsche immer wieder runter. So. Eieiei. Oh, so. Gut. Ah, den nehmen wir mit. Der braucht ein bisschen mehr. Oh, jetzt geht's los. Psst, ich höre was. Ah, endlich. Der heilige Jale-Tempel. Kannst du den mystischen Geruch der dunklen Magie schnuppern? Oh, ist das etwa dieser modrige Geruch? Ich dachte, vielleicht wäre ein Skelett in einem Sumpf voller Friolus gestorben. Sobald Salvador die Jade-Reliquie in die Finger bekommt, sag nichts, ich werde die super geheime Reliquie finden. Und Salvador wird mein Freund sein, mein bester Freund. Das ist keine deiner Aufführung, Muneko. Bitte, ich werde nicht verzagen. Mein Herr der Dunkelheit wird nicht reliquienlos bleiben, solange ich, der erstaunliche Muneko, noch tanzen kann. 5, 6, 7, 8. Frag nicht noch eine Tanzvorstellung. Okay, Muneko. Das ist dein Auftritt. Bin gespannt. Juan, wir müssen uns beeilen. Finden wir den Weg hinüber. Du musst deinen Weg zum Eingang finden. Wir müssen einen anderen Weg gehen, glaube ich. Mal sehen kann. Okay. Meinst du, das ist cool, was du da machst? Treff. Clever. Ich wollte ein höher hätte ich noch gewollt. Naja, gut, müssen wir uns unten mal reinkämpfen hier. So, hier schon weg. Der ist auch weg. Okay, da kommen wir, glaube ich, nicht mehr ganz hoch. Dann müssen wir hier längs halt. Da können wir bestimmt nachher wieder längs. Oh, können wir speichern? Sehr gut. Da können wir noch nicht rein. Macht aber nichts. Hier können wir nur von unten schlagen. Hier geht's auch nach unten. Nach unten geht's leider nicht. Okay, da können wir auch nicht... Also, da geht es auf jeden Fall nicht längs. Ja, ist hier noch, gab ja noch einen Weg hier unten längs. Oh! So. Was ist das? Dankeschön. Ah, okay. Jetzt kriegen wir eine neue Fähigkeit, würde ich sagen. Da kommt die olle Ziege. Hey Juan, mein Kumpel, ist dieser Ort nicht total streck? Du weißt es wahrscheinlich gar nicht, aber ich bin Uechevo aus der Groovy-Zeitlinie. Das sehe ich an seinem coolen Bart. Der Uechevo aus deiner Zeitlinie hatte keine Zeit, also sind die anderen Chivos für ihn eingesprungen. Er hat irgendwas von einer Statue erzählt und dem magischen Schacht. Oh Moment, Macht! Das ergibt doch viel mehr Sinn. Irgendwas mit Adlern und so, es ging um Springen, du weißt schon, wie ein Frosch, oder?
Oh, ich verstehe. Und wie auf den Schwingen des Adlers und leiten. Cool. Adlerkram. Ich liebe Adler. Okay. Haben wir wahrscheinlich jetzt bekommen. Können wir jetzt endlich das Ding da oben benutzen. Ja, Mann. Adler sind schon cool. Wie dem auch sein, Juan. Jetzt können wir hoch genug springen, um den Eingang zum Janetempel zu erreichen. Adler Boost. Eagle Boost. Ah, schon neue Fähigkeit. Schon ziemlich cool. So, bewege dich in die Nähe. Ah, okay. Oh, warte mal. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, ne? Ah, schon cool, ne? Na, wo landen wir wohl? Bam! Das war genau da, wo wir gerade eben waren. Nee, doch woanders. Hey, hey, hey. Jetzt sind wir wieder oben beim Jadetempel. Oh. Ah, okay, dann müssen wir. Okay, dann müssen wir ein bisschen. Ein bisschen timen. Mann. Ein blöder Penner, so. Nein! Ja, behindert. Okay. Ah, hier geht's auch noch hoch. Ah, okay, warte. So, Maske voll. Mehr Ausdauer, würde ich sagen. Bam. Da ist der Jadetempel. So. Gehen wir mal rein. Templo de Jade. Dunkelste Zeitlinie. Den besuchen wir bestimmt auch in einer anderen Zeitlinie. Das kann ich mir gut vorstellen. So, ich würde sagen, den blau. Gucken wir uns nochmal an hier. Den Jadetempel. Warum ist ein Zeitloch? Warum ist da ein Zeitloch? Ah, okay, dann kommt man immer so weiter. Okay, müssen wir ein bisschen zwischen Leben und Totenreich herspringen. Ein bisschen Angst vor die, uns, die Hühner. Ah, okay. Oh, das ist wieder so ein tricky Ding. Ich krieg mal hin. Aber hier können wir nämlich nicht nutzen, wie man sieht. Nein! War wirklich dumm. So, nochmal. Okay. Muss man das besiegen? Oh, nicht runterfallen. So. Okay, los geht's. Oh nein! Ach, verdammt. So. Eieiei, da war ich Timing gefragt hier. Ach so, das sind die auf der anderen Seite, okay. Aber die kann man immer nur besiegen, das war im anderen Teil auch schon so. Die kann man nur besiegen, wenn man wieder durchs Dings durchspringt. Das ist eng. Oh! Hier. Was an. Nein! Haha, ist auch nicht schlecht. Okay, müssen wir schlafen. Unser Leben rauscht gerade im Bach hinunter. Alter Schwede. Ein bisschen Energie können wir mal gebrauchen.
Ah, guck mal, da ist ein bisschen was ein hier. Ein Knopf. Ein kleiner Button. So, gut mal speichern hier. Danke. An wem ist er da? Ah, okay. Kann wieder rauskommen, okay. Oh. Achso. Warum jetzt noch nicht? Hey, pass auf, wo du hintrittst. Ja, ich spreche mit dir. Hier unten. Oh, Hallöchen. Und ich dachte, ich hätte einen dicken Schädel. Aber im Ernst, pass auf, wo du hintrittst. Hier ist gerade ein Rudel Hühner vorbeigestürmt. Und anscheinend haben sie die Toilette nicht gefunden. Und sie hatten einen Magier dabei. Den traue ich ja nicht über den Weg. So herrisch, ich soll eine Katze ziehen. Warum ziehst du nicht eine Karte? Wie dem auch sei, Luchadoros sind okay. Mi Templo es su Templo. Okay. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber, oder? Hätte ich gewusst, dass ich Besuch bekomme, hätte ich vielleicht diesen Schleim weggeräumt. Ignoriere die Ordnung, lass mich dir zur Hand gehen. Das ist aber nett. Verstehst du, zur Hand gehen? Ziemlich gut, oder? Oh, anspruchsvolles Publikum, was? Ist doch nett von ihm. Oh, die sind blöd. Fiese Dinger. Ah, was mache ich denn da? Okay, warte. Nein! Basto. Bam. Weiter geht's. Okay, hier müssen wir ein bisschen hinterherlaufen wahrscheinlich, weil, wie man sieht. Okay. Das ist auch geil gemacht, oder? Also das ist richtig eine abgefahrene Stage so. Geheimtür. Nein, noch nicht. Keine Geheimtür hier. Okay, hier geht's noch. Hier wird's noch abgespaced, ja? Alter Schwede, da muss das Timing wirklich stimmen. Heieiei. Jetzt wird's fies, okay. Lebt er noch? So. Okay. Nein! Oh, dieses Schattending. Nein! So. Alter Schwede, das ist echt mal mutig hier. Speichern! Okay.
cool gemacht, dann hier, oder nicht? Echt cool. Ja, ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr begeistert vom Spiel. Ich mag sowas einfach, wenn es echt durchdacht und lustig ist. Aber Spaß. Ach, kommt gleich hoch. Wenn es runterkommt. Kauf verfügbar. Der hier vielleicht? Ich setze 3 Trefferkombos ein. Gold. Sollen wir den mal kaufen hier? Oder ja, komm. So. Wir gehen jetzt hier durch. Komm schon, Juan. Eieiei. Na gut, dass wir wieder nicht rein müssen. Ach, die kommen irgendwann hoch, okay. Okay, muss auch machen. Ne? Wie kommt man denn da? Ach so, okay. Jetzt verstehe ich. Ich verstehe auch nicht, aber wir probieren es mal. Da oben gleich raufspringen und dann rüberkommen. Oh Mist. Nochmal. Ich nehme nicht mehr benutzen da. Oh Quatsch. Nein! Hätte man natürlich schaffen können. Mal. So, dafür braucht man aber auch dann Ausdauer. Hätte man jetzt nur 2 Ausdauer, wird man natürlich nicht schaffen, die ganze Scheiße. Eieiei. Mein Gott, da muss man. Man muss die Steuerung echt schon fast blind können, damit man hier nicht überall immer runtertapst. Okay. Put. Unterhalten sich. Ich glaube, die lästern über mich. Ah! Put. So, sind sie weg. Oh. Okay. War das ein Hanabaka? Was? Okay. So. Wieder hier. Macht doch nichts. Geht der Laden auch irgendwie weg. Jedenfalls geht es hier noch weiter. Lass mal runtergehen. Aber es ist schon mal eine schöne Abkürzung. Wie man sieht, das ist ein Skelett. Hier sieht man schön die Rippen und das Rückgrat. Ganz geil gemacht. Oben ist ja der Kopf. Den haben wir schon weg. Echt cool. So. Da ist er, der Tänzer.
Gut gemacht, Mädels. Mit diesen Skeletten heizen wir ihn ganz schön ein. Besonders diesen großen Humorbefreiten da. Aber wo ist das Jade-Relikt? Sie muss es doch irgendwo sein. Gut, gut. Ich weiß, dass die Reliquie keine Beine hat, Gertrude. Ich kann deinen Sarkasmus gerade nicht gebrauchen. Nein, nein, mir tut es leid. Ich stehe hier einfach unter einer Menge Stress. Gute Idee, Loretta. Geh du mit Donna nach links. Teilen wir uns auf, um mehr Fläche abzudecken. Aber nicht vergessen, Mädels. Lass es uns... stilbewusst tun. 5, 6, 7, 8. Ja, so töten können, das Viech nicht von gerade. Nein! Das war dumm. So, das war besser. Hä? Das geht nicht, okay. Ach, da ist der Knopf, okay. Dumm gelaufen, die Bienen. Wie kann ich hier allerdings? Obwohl, geht's da auch noch irgendwo hin? Nee. Aha. Zu dämlich. So, wie geht's hier weiter? Da! Macht in einer Statue! Der Wanderschwung ist solch ein mächtiger Move, dass du an Wänden hängen und von ihnen abspringen kannst. Und zwar mächtig, mächtig. Drücke L an einer Wand, um die Abs festzuhalten. Drücke, um abzuspringen. Mächtig. Der Ziegensprung. Walljump. Geile Besetzung eigentlich, ne? Okay. Achso, das geht auch? Okay, dann nur noch testen. Genug anderen Spielen. Speichern? Wo waren wir jetzt überall? Was haben wir abgehakt? Hier geht's aber noch hoch, ne? Ah, guck mal. Weißen und violetten Angriffen kann nicht ausgewichen werden. Okay. Okay, kann ich ausweichen, haben wir schon gehört. Hey du, Penner. Und nochmal. Bam, was sagst du dazu? Wie ist hier? Hier ist noch eine Hand. Hey, komm, ich helfe dir runter. Das ist ja immer so eine Knochenarbeit. Der Kasper, ja, Humor ist schon ein bisschen witzig, ne? Noch am Weiten? Nein! Okay, da muss ich mir das anders überlegen. Ach komm, ich fand's lustig. Genau mein Humor, ganz platt. Nein! Egal, ich hab's auch so. Nein! Aber doch, doch, doch. Oh!
So, muchas gracias. Okay. Da geht's wieder hoch. Hier können wir uns nicht festhalten an diesem Schleim, das sehe ich jetzt schon. Man lässt sich wieder runterrutschen, oder? Schön aus der Hüfte. Okay. Können wir mal warten, bis die runterfallen? Ist auch easy. So, du Penner. Oh. Nein, 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 ich runterfall. Oh nein. So. Perfekt. Kann ich schon Leben mitnehmen hier? Drücke R oder Zettel, um gegnerischen Projektilen auszuweichen. So. Der ist natürlich ganz... No time. Hab ich runtergehauen. Direkt zum Speichern. Okay. So, befreien wir dich. Und die geheime Zutat in heiligen Guacamole. Also von mir weißt du es nicht, aber es ist Mango. Aufschneiden, umstülpen, den Würfel schneiden und in den Guac geben. Fertig. Nein, noch was mir nicht reinbringen. Okay. Hä? Kann ich denn da nicht hinspringen? Und? Ich wollte doch nochmal diesen Jump machen. Geht das nur einmal? Achso. Yes! Mehr Leben! Das ist doch gut. Ach, guck mal. Jetzt sind wir hier schon beim... Kommen wir immer höher. Genau, sind wir wieder beim Rückgrat hier gewesen. Noch weiter Rückgrat. Geht runter. Also wir werden den ganzen Körper erforschen anscheinend. Hier ist das Becken. Sehr cool. Na, Timing muss anders sein. Sehr gut. Ah. Ach, da können wir vielleicht durchlaufen, ne? Ne, kann man auch nicht ausweichen. Okay, haben die auch gesagt, ne? Jetzt aber. Nein! Okay, noch Maskenteil. Und runter. Nein! Oh. Können die Gegner natürlich töten. Ich glaube, das war schon eine sehr lange Folge. Das ganze Jahr der Tempel schaffen wir wohl nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wir machen ab nächstes Mal genau hier weiter. Bis dahin. Tschüss.